freut es, 40 Kamele nach dem Buch zu verkaufen. Ach, lass doch heute deinen Kamelmarkt. Wir wollten eine Geschichte hören. Ja, eine von Rahman. Deshalb sind wir ja hier. Mom, lass mich so lange bitten. Ich will euch heute von dieser Palme erzählen, die wir alle die Steinpalme nennen. Weil sie hoch oben im Herzen ihrer Krone einen Stein trägt. Nun, es geschah vor vielen Jahren, als diese Palme noch ein Sprössling war und diese Wasserstelle noch tief in der Erde schlummerte. Der Sprössling hatte keine Vorstellung von der Wüste, die hinter ihm lag. Er war voller Lebenshoffnung, bis nun zu dieser Zeit durchquerte ein Fremder mit all seinem Hab und Gut die Wüste auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Von Hitze und Durst gepeinigt, quälte er sich dennoch weiter und weiter. Aber er hatte die Wüste unterschätzt. Sie hat ihr eigenes Gesetz. Und schon bald nahm sie sich seine letzte Habe. Für ihn begann nun ein Kampf ums Überleben. Der Durst brannte in ihm. Und das vergebliche Suchen nach Wasser nahm ihm die Hoffnung aufs Überleben. Ich weiß nicht wie, aber er hat es bis hierher geschafft. Vom endlosen Wasser überwältigt, das seinen Durst löschen sollte, sog er es begierig in sich hinein. Als dann sein Blick auf den Palmensprössling fiel, packte ihn der Zorn. Wieso findest du Wasser? Wer gibt dir das Recht zu leben? Und ich? Ich soll verdursten? Nein! Um sein Leben bangend, hörte der Sprössling noch, du wirst genauso sterben wie ich. Dann wurde es dunkel um ihn. Den Fremden hat man später gefunden und gerettet. Um die Palme hatte sich keiner gekümmert. Tief hatte sich der Schmerz in ihr verbreitet. Doch mit ihrem Überlebenswillen kämpfte sie gegen den Tod. Immer wieder wand sie all ihre Kräfte auf, die steinerne Last loszuwerden. In ihrer Verzweiflung rief sie in den Himmel, die Last ist zu schwer für mich, ich kann mit ihr nicht leben. Eine Windfee hatte die Klage gehört. Halt ein, kleine Palme. Du kannst, nichts ist zu schwer.
Nimm dein Schicksal an. Vergeude nicht deine Kraft, sondern nutze sie, um die Last als einen Teil deiner selbst anzunehmen. Daraus wirst du neuen Lebensmut schöpfen. Und diesem Rat folgend sammelte sie neue Kräfte. Es kam der Tag, an dem ihre Wurzeln auf eine süße Wasserader stießen. Nun, da die Palme festen Halt unter sich spürte und reichlich Wasser fand, begann sie weiter zu wachsen. Seit jener Zeit sollte zu Füßen der Palme niemand mehr verdursten. Und es sind schon viele gekommen, so wie wir jetzt auch. Die Palme hat die Last in ihrem Herzen aufgenommen durch den nützlichen Rat einer Windfee. Ah, danke. Es ist wirklich ein köstliches Nass. Ich habe heute 40 Kamele nach dem Buchtuch verkauft. Ah, lass doch heute deinen Kamel mal. Wir wollten eine Geschichte hören. Ja, eine von Rahman, deshalb sind wir ja hier. Mom, lass nicht so lange bitten. Ich will euch heute von dieser Palme erzählen, die wir alle die Steinpalme nennen. Weil sie hoch oben im Herzen ihrer Krone einen Stein trägt. Nun, es geschah vor vielen Jahren, als diese Palme noch ein Sprössling war und diese Wasserstelle noch tief in der Erde schlummerte. Der Sprössling hatte keine Vorstellung von der Wüste, die hinter ihm lag. Er war voller Lebenshoffnung, bis nun zu dieser Zeit durchquerte ein Fremder mit all seinem Hab und Gut die Wüste auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Von Hitze und Durst gepeinigt, quälte er sich dennoch weiter und weiter. Aber er hatte die Wüste unterschätzt. Sie hat ihr eigenes Gesetz. Und schon bald nahm sie sich seine letzte Habe. Für ihn begann nun ein Kampf ums Überleben.
Durst brannte in ihm und das vergebliche Suchen nach Wasser nahm ihm die Hoffnung aufs Überleben. Ich weiß nicht wie, aber er hat es bis hierher geschafft. Vom endlosen Wasser überwältigt, das seinen Durst löschen sollte, sog er es begierig in sich hinein. Als dann sein Blick auf den Palmensprössling fiel, packte ihn der Zorn. Wieso findest du Wasser? Wer gibt dir das Recht zu leben? Und ich soll verdursten? Nein! Um sein Leben bangend, hörte der Sprössling noch, du wirst genauso sterben wie ich. Dann wurde es dunkel um ihn. Den Fremden hat man später gefunden und gerettet. Um die Palme hatte sich keiner gekümmert. Tief hatte sich der Schmerz in ihr verbreitet. Doch mit ihrem Überlebenswillen kämpfte sie gegen den Tod. Immer wieder wand sie all ihre Kräfte auf, die steinerne Last loszuwerden. In ihrer Verzweiflung rief sie in den Himmel, die Last ist zu schwer für mich, ich kann mit ihr nicht leben. Eine Windfee hatte die Klage gehört. Halt ein, kleine Palme, du kannst, nichts ist zu schwer. Nimm dein Schicksal an, vergeude nicht deine Kraft, sondern nutze sie, um die Last als einen Teil deiner selbst anzunehmen. Daraus wirst du neuen Lebensmut schöpfen. Und diesem Rat folgend sammelte sie neue Kräfte. Es kam der Tag, an dem ihre Wurzeln auf eine süße Wasserader stießen. Da die Palme festen Halt unter sich spürte und reichlich Wasser fand, begann sie weiter zu wachsen. Seit jener Zeit sollte zu Füßen der Palme niemand mehr verdursten. Und es sind schon viele gekommen, so wie wir jetzt auch. Die Palme hat die Last in ihrem Herzen aufgenommen, durch den nützlichen Rat einer Windfee. Ah, danke. Es ist wirklich ein köstliches Nass.